Diesmal habe ich hier polnische Süßwaren. Das ist von Freju Energy Boost mit Datteln, Erdnüssen, Haselnüssen, Banane und Kakao. Habe ich mir sehr günstig geschossen für ja. Zack. Für, keine Ahnung, ein paar Euro bei so, Haltbarkeit ist bis bla 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 21.03.2019. Bei Lebensmittel Sonderposten, nee, das ist so ein Laden, da kriegt man immer irgendwas, was kurz vorm Haltbarkeitsdatum ist oder vielleicht auch mal was abgelaufen ist. Aber auch wenn es abgelaufen ist, wird man nicht dran sterben. So sieht dieser Riegel aus. Wo war ich denn gerade? Ja, wird man nicht dran sterben, auf jeden Fall für ein paar Euro. Ich glaube, für das ganze Ding hier, für dieses ganze, für die 25 oder 30 Stück habe ich 3 Euro bezahlt. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Das sieht natürlich ein bisschen pervers aus. Okay. Es schmeckt auf jeden Fall super interessant. Was man rausschmeckt, Datteln, Banane und Kakao, würde ich sagen. Ja, die Datteln haben halt einen sehr, Datteln haben halt insgesamt einen sehr penetranten Geschmack. Und der überwiegt hier. Also eine Mischung aus Datteln und Banane schmeckt man. Schmeckt aber auf jeden Fall echt gut. Banane auf jeden Fall. Buh. Energy Bar. 100 Kalorien. 100 Gramm. Was macht mein Rechner dann? Ist egal. Was steht da? Nee, ist auf jeden Fall, schmeckt es wirklich richtig. Richtig interessant. Keine Ahnung, warum das jetzt einen Energy Boost geben soll. Ich werde es aber auf jeden Fall mal austesten, ob mich das auch verarbeitet. Wenn ich das mal zu mir nehme, ob mir das echt Energie gibt. Ich werde euch den Shop auf jeden Fall darunter verlinken. Weil er wirklich cool ist. Da gibt es dann immer so englische Süßigkeiten, amerikanische Süßigkeiten, polnische Süßigkeiten, ja, Kaffee und also ein Krempel halt. Ist auf jeden Fall echt gut. Schmeckt lecker. Einmal frei. Aber so penetrant, so ein Sattelgeschmack oder was, das ist schon ein bisschen überwiegt halt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.